Na denn, wie gesagt, man kann ein Ei drehen und daran erkennen, ob das Ei wirklich roh ist oder nicht. Drehen ganz einfach so. Wir drehen es, halten es kurz an, lassen es los und plötzlich dreht es weiter. Nochmal drehen, festhalten und es dreht weiter. Alles klar? Daran erkennt man diesen beschriebenen Effekt aus dem theoretischen Video. Gut, ich hoffe, das hilft. Achso, naja, das ist egal, was da drauf steht, ist nicht so wichtig. Ich musste das Video nochmal machen, leider. Der Haken war, irgendjemand hat es gelöscht. Naja, war nicht rassistisch, war nichts Böses, aber sowas passiert eben. Ich wünsche euch was. Tschüss.